kümmert euch. War nur ein Witz. Niemand rührt sich in meiner Gegenwart. Unsere Eltern haben mir die Befehlsgewalt übertragen. Das bedeutet, ihr müsst tun, was ich sage. Egal, ob ihr groß, klein oder in Fell gehüllt seid und nur das Wort Sitz versteht. Gut, hier ist der Terminplan für heute Abend. 6 bis 7 mit verschränkten Armen auf dem Bett sitzen. 7 bis 7:30 Uhr Essen fassen. 7:30 bis 8 Uhr gründliche Reinigung des Speisesaals. 8 an die Wand starren, bis der Schlaf eintritt. Ist das allen klar? Ma'am, ja, Ma'am. Yes, Sir! Wegtreten! Lily? Was hast du? Was soll das bitte werden? Schluss mit deinen Machtspielchen! Wir wollen unsere Freitagabende zurück! Machtspielchen? Gib's doch zu! Du fährst voll drauf ab, uns rumzukommandieren! Ihr denkt, dass mir das Spaß macht? Unglücklicherweise bin ich hier die Einzige, die verhindern kann, dass dieses Haus als Schutthaufen endet! Leider ist dazu von euch keiner fähig! Ach ja? Lincoln kann das! Hm? Kann ich? Wir wollen Lincoln! Wir wollen Lincoln! Lincoln und Verantwortung? Ha, der kann nicht mal Cliff aufs Klo setzen. Ach ja? Herausforderung angenommen. Schafft sie fort! Ich gebe dir keine 5 Minuten! Und nein, 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 es tut mir leid. Noch jemand? Hatte ich auch nicht erwartet. George, willst du ein Leckerli? Sind in meiner Tasche. Na komm, hol's dir. Ein bisschen noch. Autsch, zu viel. Guter Junge. Lori, Lori. Ha, ich sag's doch, keine 5 Minuten. Waren das etwa nur 5 Minuten? Das ist dein Irrenhaus da unten. Du musst mir helfen. Nee, ich glaube, du kannst das. Klär das selbst. Geht nicht. Du bist die Einzige, die verhindern kann, dass dieses Haus als Schutthaufen endet. Oder niederbrennt. Und? Ich kann nicht mal Cliff auf sein Klo setzen. Und? Tut mir leid. Mehr will ich doch gar nicht hören. Auf geht's. Kommen wir an Lola vorbei. Sie ist ein echtes Tier. Glitzer! Glitzer! Cool. Siehst du, was ich meine? Sieh mir zu. In 10 Minuten kommen Mom und Dad nach Hause. Brillant! Ja, man lernt ein paar Tricks, wenn man älter wird. Du Monster! Au, das war jetzt wofür? Du bringst Ronnie Ann zum Wein! Wein? Das wollte ich nicht. Moment, woher weißt du das? Bobby hat's erzählt. Und dann hat er mit mir Schluss gemacht! Was geht das Bobby an? Naja, weil Bobby ohne Witz Ronnie Anns Bruder ist! Er sagt, er kann niemals mit einer zusammen sein, die mit einem verwandt ist, der andere verletzt oder irgendwie so. Ronnie Ann hat einen Bruder? Ich dachte, sie ist bei Trollen aufgewachsen. Ah, das ist genau das, was Bobby meinte! Du bringst das wieder in Ordnung mit Ronnie Ann. Okay, okay. Ich rufe sie gleich an und entschuldige mich. Nein, Taten sagen mehr als Worte. Bobby muss sehen, dass du nett zu ihr bist. Das ist der einzige Weg, wie wir wieder zusammenkommen. Und deswegen gehen wir auf ein Doppeldate. Was? Ist schon arrangiert. Wir haben eine Reservierung bei Jean-Jouans French Mex Buffet um 6. Und du wirst dafür sorgen, dass sie sich fühlt wie das tollste Mädchen der Welt. Boah, da leck ich lieber den Boden im Bad. Ich geh und bügel meine Hose. Oh, guck, sie verstehen sich wieder. Soll das heißen? Babe, das war eine Tortur. Oh, Bobby, Bubu-Bär. Heiße Froschtamales platzt da. Oh, diese Kosenamen. Ich weiß. Ganz zu schweigen von dem Geküsse. Es ist voll eklig. Wer tut sowas? Ja, und dann die ganzen Selfies. Ratet mal, wer wieder zusammen ist. Babe und Bobby Bubu-Bär. Ja. Erstmal ein Selfie.
Ich hab's euch doch schon gesagt. Ronnie N. ist grob und gemein und total nervig. Ich leck lieber den Boden im Jungsklo ab, als die Zicke zu küssen. Lincoln! Das war's dann wieder, Babe. Ich meine, Lori. Verheiratet. Hey, warte. Musiker! Nein, nein, keine Musiker. Ronnie N., warte. Ich muss dir etwas sagen. Darf ich alle um Aufmerksamkeit bitten? Ich habe furchtbare Dinge über ein Mädchen gesagt, das viel Besseres verdient hat. Aber wie meine Schwester Lori mir mal sagte, Taten sind stärker als Worte. Also, anstatt dir zu sagen, wie großartig du bist, werde ich... Ja! Wir müssen reden. Ich bin praktisch eine Erwachsene und ich kann so nicht weiterleben. Du gehst also endlich zum Arzt wegen deiner Pupsprobleme. Was? Ich habe keine Pupsprobleme. Ich meine unser Zusammenleben im Haus. Ich kann mich hier drin ja nicht mal ungestört mit Bobby unterhalten oder durchschlafen ohne einen Tritt ins Gesicht. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Oh. Darum habe ich Mom und Dad gefragt und sie finden es okay, wenn ich in die Garage ziehe. Endlich allein. Ist ohne Witz unglaublich. Also dann ist sicher schon Schlafenszeit. Hey, Bubu-Bär, wie war dein Tag? Sorry, Babe. Im Laden ist viel los. Schon gut. Ich hab auch zu tun. Also, ciao. Und jetzt sanft vorbeugen, um in die Krähenposition zu gehen. Nein, das geht nicht. Du kannst nicht hier bleiben. Nein. Du hast ganz bestimmt recht. Ach was, Lori. Das wird gleich. Eimerkette! Ich habe das Plastikrohr durch ein Stahlrohr ersetzt. Das sollte jetzt echt ewig halten. Toll. Helft mir, Leute. In der Garage spuckt es. Hau ab. Lasst mich das machen. Oh, du Geist, sprich zu mir. Der Geist hat mir alles erklärt. Hier ist ein Geist? Ich meine, natürlich ist einer hier. Und ganz sicher will er, dass ich jetzt gehe. Du kannst bleiben, hat er gesagt. Er will gehen, wegen dieser Yoga-Fürze. Das war der Dielenboden, okay? Es muss doch irgendeinen Weg hier rausgeben. Das ist deine Lösung, dass ich mit meinem Traktor durch deine Garage fahre? Ja. Und Sie kriegen dafür eine große Portion von Dads Lasagne. Und was ist, wenn dein alter Herr verlangt, dass ich ihm den Schaden bezahle? Dann kriegen Sie dafür mein Taschengeld. Warmes Essen und die Garage von deinem Dad zerstören? Ha, da gewinnen alle. Sagen wir heute 19 Uhr. Und fertig. Ich würde dir ja gern noch was auftischen, aber du willst sicher in die Garage zurück. Erst sag ich vielleicht noch gute Nacht zu allen. Gute Nacht, Lenny. Gute Nacht, Luna. Gute Nacht, Lynn. Gute Nacht, Lincoln. Hau ab, du stehst vorm Fernseher. Nun muss ich noch mal von vorne anfangen. Gute Nacht, Lenny. Gute Nacht, Luna. Gute Nacht, Lynn. Was war das? Verflixt! Ich hab versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und die falsche Garage eingerissen. Krieg ich trotzdem noch die Lasagne? Die falsche Garage eingerissen? Und was für Lasagne? Lori, da hast du jetzt jede Menge Erklärungen abzunudeln. Kapiert? Ich hab Mr. Grouse bezahlt, dass er die Garage einreißt, weil ich da raus will. Du liebst diese Garage!
Garage. Ich dachte, mir wird's ohne euch besser gehen, aber eigentlich vermisse ich euch nur. Es war mir nur zu peinlich, das zu sagen. Oh, hey, das musste doch wirklich nicht peinlich sein. Da ist ja mein Jahrmarktfräulein. Kapiert? Können wir loslegen? Logo. Aber da 3 eine ungerade Zahl ist, habe ich noch jemanden mitgebracht. Kleid. Finde ich cool. Ich liebe den Kleidinator. Hey, ich hol uns ein paar Mini-Donuts. Krass. Donuts für Bros. Oder wie ich sie gern nenne, Bronuts. Bronuts. Was hast du vor, Laurie? Ich weiß nicht, was du meinst, Lincoln. Ich meine das hier. Er ist nicht mal bei Bewusstsein. Oh, ein Moment mal. Ich verstehe schon. Du versuchst, Bobby eifersüchtig zu machen, indem du Kleid mitzerrst. Nein, tue ich nicht. Wird doch nicht funktionieren. Doch, das wird es. Ich meine... Hör endlich auf, meinen Freund in Beschlag zu nehmen und gib ihn mir wieder zurück. Er ist nicht nur dein Freund, sondern auch der große Bruder, den ich schon immer haben wollte. Füllt er eine Leere in dir? Was? Sowas würde ich nie sagen. Ich meine doch nur, es ist genug Bobby für alle da. Also gewöhn dich besser dran, ihn zu teilen. Also, ich habe Schokolade für Laurie, Puderzucker für Lincoln, passend zu den Haaren, Bro. Und Streusel für den Kleidinator. Hier für dich. Hier ist die nachher. Ab geht's, Bro. Auf in die Wirbelschraube. Geniale Idee, Bro. Babe, kommst du mit? Na voll. Kleid und ich folgen euch auf dem Fuß. Wisst ihr was? Wir treffen euch da. Das wird garantiert der Hammer. Ich hab gesagt, die sollen Gas geben, damit uns super schwindelig wird. Oh, was sagst du, Kleid? Du brauchst kein Karussell, damit dir schwindelig wird. Ich tu das schon genug. Oh, du bist so süß, Kleid. Babe? Hey, Bobby, check das aus. Hier liegt eine völlig intakte Wurst am Stiel. Wie cool. Teilen wir die? Gewonnen! Ja. Hey, Babe! Oh, Kleid! Danke, dass du den für mich gewonnen hast. Du hast ja echt starke Arme. Gehst du ins Fitnessstudio? Was ist hier eigentlich los? Hey, guck mal da vorne. Tic-Tac-Toe. Oder wie ich es gerne nenne, Tic-Tac-Bro. Gewonnen! Für dich! Wow! Ich wollte schon immer ein ferngesteuertes Flugzeug haben. Komm, los, Bro! Bis später, Sis! Gewonnen! Eine Zuckerwatte, bitte! Hey, Babe! Von meinem Kopf isst du nie Zuckerwatte! Hey, Bobby, hier sind 2 Snowcones. Oder wie ich sie gern nenne, Brocones. Krass. Mal sehen, wer als erster Hirnfrost kriegt. Ja! Da bin ich wieder. Wie wär's denn jetzt mit einem leckeren Brony? Hör mal zu, Bobby. Wir müssen reden. Wir sollten uns nicht mehr länger treffen. Was? Nein, was habe ich denn nur getan? Ist nicht deine Schuld, du bist ein klasse Typ, aber wir sind unfair gegenüber Laurie. Sie vermisst dich. Sei stark, wir bleiben doch trotzdem Bros, ganz sicher. Aber jetzt solltest du erstmal mit Laurie durch den Tunnel der Liebespaare fahren. Gute Idee. Die Art, wie du dich um andere kümmerst, macht dich zu einem ganz besonderen Bro. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Fahrt im Tunnel der Liebespaare. Vorsicht beim Aussteigen! Hey, Link. Bobby hat mir alles erzählt. Dankeschön. Kein Problem. Ich wollte ihn dir nicht wegnehmen. Außerdem gingen mir langsam die Bro-Gags aus. Bobby hat recht. Du bist ohne Witz ein toller Bro. Geh jetzt lieber zurück zu deinem Freund. Und was tust du jetzt? Mach dir mal keine Sorgen. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich doch schon einen Bro. Clyde, wo steckt der denn eigentlich? Die Eltern eines nassen Jungen mit Zuckerwatte in der Nase werden ins Sanitätszelt gebeten. Da ist die Antwort. Ich schwöre bei meinem Schülerparkplatz. Mein nächstes Selfie kriegt mehr Likes als Carol Pingree's. Ja, zeig's dir, Laurie. Krieg ich mein Handy wieder? Ich will Carols Fotos liken, wäre sonst unhöflich. Okay, Laub aufgehäuft, Schal sitzt, Selbstauslöser und los geht's. Whee! Au!
Also kein Laub, lieber ein schönes klassisches Reifenschaukel-Selfie. Okay, also keine Reifen, lieber ein Regentag-Selfie. Ach, wo ist mein Regen? Vergessen wir das. Dann eben ein Traktor-Selfie. Die sind beliebt, oder? Wow, das ist ohne Witz voll perfekt. Und ich habe mich nicht verletzt. Au. 100 Likes. Dankeschön, Chase. 101 Like, dankeschön. Unbekannter vom Golfkurs. Ja, 102 Likes. Danke, Tante Ruth. Jetzt siehst du alt aus, Carol Pingree. Ah, mir tut alles weh. Carol? Hi, Lori. Ich weiß, sehr viel peinlicher geht es wohl praktisch nicht mehr, aber ich wollte dir nur sagen, du hast gewonnen. Du kannst seit dem Kindergarten alles besser als ich, aber das ist okay. Ich habe keine Lust mehr, gegen dich anzutreten. Also, noch viel Spaß beim Shoppen. Lori, warte. Du denkst, ich bin besser als du? Ich fand immer, es war andersrum. Ich meine, du warst schon in der 9. in der Golfauswahl. Das hat keiner geschafft. Und du hast 10 Geschwister, die alle zu dir aufschauen. Und von meinen Haaren ganz zu schweigen, ich werde niemals so ein Volumen hinkriegen. Das braucht mindestens 6 Dosen Haarspray und ist trotzdem platt. Wow, also war dieser ganze Wettstreit total sinnlos? Sieht so aus. Die Sache mit den Selfies war echt too much. Jetzt habe ich diesen Hund am Hals, der nicht stubenrein ist. Ich fiel in ein Grab. Zweimal! Wir sind doch echt albern. Bin ich froh, dass das vorbei ist. Ich auch. Hey, ich habe eine verrückte Idee. Wie wär's, wenn wir unseren Frieden mit einem gemeinsamen Selfie feiern? Hör auf. In dem Outfit? Ja, ich meine, ist doch egal. Posten! Süßes Pick von dir und Carol. Hat einen Haufen Likes. Danke, Lenny, aber das interessiert mich gar nicht mehr. Fast so viele wie Bianca und So Young. Hey, Carol, ja, ich auch. Ich weiß, die denken, die schlagen uns mit einem BFF-Selfie. Oh ja, den zeigen wir's. Wow, genau der City-Girl-Look, den ich mir erträumt habe. Wo hast du das nur alles her? Wenn man so viel aufhebt wie ich, hat man irgendwann alles. Überraschung! Piratenhandel! Lori, mein Täubchen, lass mich heute dein Führer sein. Ich zeig dir die romantischsten Plätze unserer schönen Metropole. Oh, große Worte von jemandem mit Puddingschnurrbart. Echt lieb von dir, Karl, aber ich denke, ich komme allein zurecht. Das verstehe ich. Damit du es weißt, starke, unabhängige Frauen sind meine größte Leidenschaft. Voll süß, der Kleine. Weg da, ist doch hey, das tut weh. Hey! Entschuldigung! Okay, ich bin immer noch ein City Girl. Ich finde den Weg schon. Tut mir leid, Bubu Bär, aber ich kann auf gar keinen Fall in der Stadt leben. Aber unsere Pläne. Wir wollten hier zusammen aufs College gehen. Aber das war, bevor ich in einen Gully reinfiel. Ach, Babe. An meinem ersten Tag hier bin ich einem Polizeipferd in den Hintern gelaufen. Zum Glück hatte es noch nichts gegessen. Das Leben hier ist nicht immer ganz leicht, aber wenn du dich eingewöhnt hast, ist es toll. Es wird dir sicher gefallen. Danke, Bobby. Ich fühle mich schon viel besser. Ja! Ja. Gut gespielt, Laut. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn du nächstes Jahr die Schule abschließt. Du warst 4 Jahre Herz und Seele unseres Teams. Ach, danke, Coach Hutch. Apropos nächstes Jahr. Willst du immer noch auf die Fairway-Universität? Ja, das ist ohne Witz mein Traum. Ich weiß nur noch nicht, ob meine Noten ausreichen. Also was das Golfspielen angeht, sollte es reichen. Und um ehrlich zu sein, habe ich Coach Niblick von der Fairway zu deinem nächsten Turnier eingeladen. Oh. Ich deute das als Daumen hoch. Oh!
mitgemacht, Lori. Ist alles okay, Lori? Nein, es ist ohne Witz nichts okay. Meine ganze Zukunft hängt von diesem Turnier morgen ab und ich spiele nur noch lausig. Der Druck ist einfach zu viel für mich. Ich helfe dir. Wirklich? Ich kann nicht mal den Schläger halten. Meine Hände sind zu feucht. Wow, das hilft ja echt. Danke, Lynn. Oh, ich mach schon. Konzentrier dich. Du schaffst das. Babypuder. Mehr! Mehr! Angst werde klein, entspann dich und loch ein. Angst werde klein, entspann dich und loch ein. Angst werde klein, entspann dich und loch ein. Es will nicht mehr funktionieren. Atme. Gut, gut. 2, 3, 4 Atmung. Es funktioniert nicht. Halt, was? 7, 8, 9? Das wird schon werden. Ist nur Lampenfieber. Du schaffst das schon, Lori! Schlag einfach zu! Ja! Ach, jetzt komm schon, Lori. Halb so wild. Wir hatten zumindest einen schönen Spaziergang. Schätzchen, was ist denn los? Wenn ich das hier nicht schaffe, ist meine Zukunft im Eimer. Und so wie es aussieht, schaffe ich es auch nicht. Wow, wow, wow. Sei doch nicht so streng zu dir, Schätzchen. Hör zu, so ist das nicht im Leben. Man kriegt eine Menge Chancen. Ja, und wenn du nicht nach Fairway kommst, wird sich was anderes ergeben. Du bist ein toller Mensch und wirst ein ganz tolles Leben haben. Glaubt ihr das wirklich? Ah, danke, Leute. Lincoln, mein neuner Eisen. Ich habe ein Turnier zu beenden. Hör mal, ich glaube, ein Pitching Wedge wäre besser für das Loch. Hey, du wirst langsam gut. Eine reife Leistung, Schatz. Danke, Mom. Schade, dass Coach Niblick schon weg ist. Aber ihr hattet recht. Halb so wild. Auch wenn ich nicht nach Fairway gehe. Wer sagt denn, dass du nicht nach Fairway gehst? Coach Niblick. Ich dachte, sie wären gefahren, weil ich so schlecht war. Das wollte ich auch, aber du hast meine Windschutzscheibe zerstört. Ich bin froh, dass ich geblieben bin. Lori, du bist eine tolle Golferin, die nicht aufgibt, genau wie George Washington. Ich biete dir offiziell einen Platz im Golfteam von Fairway an. Oh.